ersten wissenschaftlichen Experimente wird bis heute benutzt, immer dann, wenn Leute sagen, ach, die sind ja gar nicht auf dem Mond gelandet, das stimmt ja das gar nicht. Dann kann man in ein bestimmtes Observatorium gehen und kann jetzt sagen, bitte schalte mal den Laser ein. Dann schaltet er einen Laser ein, schießt den hoch auf den Mond, auf eine ganz bestimmte Stelle, wo ein Kristall aufgestellt worden ist von den Astronauten. Und dieser Kristall spiegelt den Laser wieder zurück. Damit kann man sogar Musik übertragen. Mit dem Unterschied, dass sie 2,4 Minuten später, Sekunden später wieder ankommt. Warum? Also, Licht ist schnell. Lauter? Durch was? Licht ist schnell. Das Licht ist schnell, ja. Wie schnell denn? Na, wer weiß es? Du? 300.000 Stundenkilometer. Das ist richtig. Wie weit ist der Mond entfernt? 340.000 Kilometer. Das heißt, das Licht braucht etwas mehr als eine Sekunde, um auf den Mond zu kommen. Und wenn der Laser dort gespiegelt wird, wird er wieder zurückgeworfen, braucht er wieder etwas mehr als eine Sekunde, um zurückzukommen. Das ist der Zeitunterschied, den man hat. Wenn man mit einem Laser Musik überträgt, zum Mond wieder zurückschickt, damit kann man genau exakt die Entfernung ausmessen, mit der der Mond und die Erde miteinander entfernt sind. Das ist mal mehr, mal weniger, ein bisschen unterschiedlich, weil die Bahn ist nicht ganz kreisrund. Und damit kann man das genau darstellen. Was ihr hier jetzt seht, ist eine Konstruktion, die unsere Schüler, also ich sage mal unsere Schüler, Leipzig, München, Hamburg, Venedig, Moskau, ein paar aus Neu-Delhi, in 7 Jahren Kleinarbeit entworfen haben und gesagt haben, das ist das, was wir uns vorstellen. Das kann ich komplett zerlegen, sodass jedes Einzelteil in den Flugkoffer passt, um von Düsseldorf oder Frankfurt bis nach Atlanta oder Hansel zu fliegen. Und kann es dort wieder zusammenbauen. Dann habe ich dann mein Fahrzeug, welches auch in der Lage ist, dann sich klein falten zu lassen, sodass ich es in das Raumschiff kriege. Das ist eine große, eine wichtige Sache, die also beim runden Fahrzeug wichtig war. Nämlich, ich muss es irgendwie an diesen Länder außen dran packen. Und wenn ich es fertig hinstelle, geht es nicht. Es ist viel zu groß. Also hat man die Räder, die Sitze, alles einklappen können, konnte es an das Landemodul außen dran setzen und damit ist es möglich zu transportieren. Wir haben daraus einen Bausatz gefertigt und dieser Bausatz kann im Prinzip zusammengebaut werden, mit viel Kleinarbeit natürlich. Da braucht man etwa ein Jahr dafür, um das hinzukriegen. Muss ich mal fragen, wo das Differentialgetriebe ist? Ach ja, gut. Okay. Das ist das, was ihr jetzt hier seht. Ne? Das ist auch alles selbst gebaut, entworfen auf dem 3D-CAD-Programm von Schülern im eurem Alter. Das braucht ein bisschen Zeit, aber das fängt halt im Prinzip auch ganz einfach an. Ein Differentialgetriebe, wer weiß, was das ist? Ne? Der hat schon mal im Auto gesessen, sicherlich alle. Ne? Wenn ein Auto um die Kurve fährt, hat man ein rechtes und ein linkes Rad. Und fährt man um die Kurve, oder sage ich mal ganz einfach im Kreis, dann ist das eine Rad, das äußere Rad, weiter entfernt vom Mittelpunkt als das innere Rad. Das linke ist das jetzt auf meiner Seite. Wenn man so im Kreis fährt, dann dreht sich das äußere Rad schneller oder langsamer? Schneller, ist richtig. Und das wird mit diesem Getriebe gemacht. Wenn ich das eine Rad drehe, dreht sich das andere rückwärts. Das heißt, man dreht sich auf dem Kreis. Ja, sowas macht kein Auto. Aber wenn ich um die Kurve fahre, dreht sich das eine schneller und das andere langsamer. Und das muss irgendwie ausgeglichen werden. Das machen diese geheimnisvollen Kegelzahnräder da drin. Und hier außen seht ihr, das sind die Kettenräder. Ja, das hier. Das sind die Kettenräder. Auf die wird dann die Kette von dem Fahrer draufgesetzt. Das ist der einzige Unterschied zum Mondauto. Dieses Fahrzeug, dieses Moonbody, wird mit Human Power angetrieben, also mit Muskelkraft, Ersatz für niederenergetische Antriebe, also für Elektroenergie. Weil man in den USA, das wisst ihr, Produkthaftung hat, man darf sich also nicht mit mechanischen Geräten verletzen, denn dann gibt es große Probleme, Millionen von Geldern sind im Gerichtssaal im Spiel. Das möchte man nicht. Man möchte sagen, okay, ihr möchtet den Grundwert Healthcare einhalten, trainiert dafür gut, fahrt dieses Fahrzeug über einen Obstacle-Kurs in einer Länge von 800 Meter mit 20 Obstacles und dann schafft ihr das auch, das zu verbinden. Deswegen sind hier 2 Kettenräder drauf, das eine für den vorderen Fahrer, das andere für den hinteren Fahrer. Ich gebe das einfach mal rum, das könnt ihr euch mal anschauen. So ein Teil kann man selber zusammenbauen, die Teile existieren bereits schon, das heißt, ihr könntet es nachmittags dann zusammensetzen. So,
Jetzt möchte ich euch mal vorstellen, wie unser Team arbeitet. Ist der Ton an? Theoretisch ja. Machen wir ein einfaches Training. Das geht am Anfang ein bisschen holprig zu. So, jetzt mal volle Pulle durch den Sand. Es gibt verschiedene Hindernisse. Die verschiedenen Hindernisse auf dem Kurs in Alabama, das ist jetzt hier in Leipzig, nach Pfotenabflug, die man überwinden muss, Sand, Berge, Schotter und so weiter. Jetzt versuchen Sie durch den Sand zu kommen. Ihr wisst mit dem Fahrrad, dass das sehr schwierig ist. Man muss dann also ganz schön viel da gehen. Wir schaffen es. Sieht leicht aus, ist es nicht. Und dann muss man auch Hügel überwinden können. Jetzt schauen wir, was passiert. Das ist ein ganz wichtiger Grundwert, denn wenn das Rennen dann im Gange ist, dann sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Nämlich so. So, das ist nur eine einfache Amateuraufnahme aus einem Rennen vom letzten Jahr, wo der Tobias noch drauf saß. Sie sehen, das Mundwackelkurs ist so ähnlich wie das, was er eben gesehen hat. Da geht es also wirklich hart zu. In diesem Fahrzeug steckt natürlich eine ganze Menge von Technik, die also die Elektroniker, die Software-Designer unter euch, die Programmierer interessieren sollen, nämlich eine Telemetrie. Überall stecken kleine Sensoren. Die Sensoren zeichnen die Zustandsdaten des Fahrzeuges auf, Geschwindigkeit, GPS-Position, Kräfte, die sich biegen oder einzelne Achsen, Geschwindigkeit der Achsen, dass man virtuell in die Getriebe reinschauen kann. Und das erklärt euch mal jetzt der Tobias. Der hat nämlich damit seine Abiturarbeit gemacht. Das ist eine wissenschaftsprobedeutische Arbeit fürs Abitur, das kann man in Sachsen machen, aber in anderen Bundesländern. Mit Tobias, ich wollte euch jetzt mal kurz die Telemetrie vorstellen. Batterieblock, also haben wir zwei 6 Volt Batterien, die so geschaltet hat, dass wir die beiden 12 Volt Spannung rausbekommen, haben wir über dieses Kabel verbunden mit dem Sender. So, da ist noch der Sender hier mit unserer Telemetriebox verbunden. Da befindet sich das SMD, der Amifrog und der Arduino. Also da werden die Daten verarbeitet und dann über das Kabel, wie gesagt, zu dem Sender geschickt. Und dieser kann es dann über die Antenne zu unserer Empfangsstation weiterleiten. Und wir haben jetzt erstmal ohne Drehzahlmessdaten das gemacht und versuchen jetzt erstmal ersten Datenpapier zu schreiben. Wir haben bisher jetzt nur den GPS-Sensor und die eingebauten den 3DG-Sensor und den Gyrosensor. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn man sieht. Nein, die beiden sind ja die Leute. Hier ist unser Mission-Kontrollzentrum und wir empfangen mit dieser Handfunke die Daten, also die GPS-Sensoren, die Sensordaten, die Beschleunigungsdaten und auch die Drehzahlmessdaten, die wir von Buggy, also über Buggy aufnehmen, empfangen wieder mit dieser Handfunke. Und man hört das jetzt schon, also das sind die eingekommenen Daten. Und ich würde die jetzt erstmal kurz hier an, also ich verschließe es dann hier an. Ja, und dann geht es hier über das Kabel in unseren Auswärtscomputer. Und da haben wir die Software UI View.
und da können wir dann die Daten anzeigen lassen. Okay, kurze Erklärung. Mit Tobias, ich jetzt mal kurz die Telefonie vorstellen. Kurz, schmerzlos, also die NASA hat vor 2 Jahren auf unser Drängen hin die Telemetrie und Elektronik aufgelegt, der Sinn macht, der sinnvoll ist für diesen Wettbewerb. Und die haben sich also in diesem Jahr versucht, dort zu bewerben mit dieser Telemetrie. Haben leider die schriftliche Arbeit etwas spät eingeliefert, weil sie vom Deutschen ins Englische übersetzt werden musste. Wenn man so viel zu tun hat, verpacken, verreisen und auch die Finanzen bereitstellen, dann schafft man nicht alles im selben Moment. Das haben sie in diesem Jahr gemerkt. Das ist schöne Telemetrie hingestellt, eine der besten, die dort aufgestellt worden ist, die dort präsentiert worden ist, aber leider die schriftliche Arbeit zu spät abgeliefert. Also haben sie in diesem Jahr keinen Telemetrie-Award bekommen. Wir haben den aber auch schon im Sack. Aber das sind so die Dinge, die dann natürlich passieren, wenn man wenn man nicht aufpasst. Gibt es jemanden von euch, der jetzt schon mal zwischendurch ein paar Fragen hat zu der Sache? Ja. Die Russen, die haben ja eine Schraube, um ihre Arme zu bewegen zu können, richtig? Ja. Ja. Wie kommen sie an die Schraube ran? Mit Händen. Aber sie benutzen doch die Schraube, um ihre Hände zu bewegen. Ja, du musst dir vorstellen, die Arme, es geht um die Arme. Du musst dir vorstellen, das Ganze ist wie ein Traktorschlauch. Der wird mit Luft gefüllt, man muss ja drinnen atmen. Und diese Luft ist eine Pressluft. Man hat also früher bei Apollo 1 mal versucht, den Luftdruck auf die Hälfte der Atmosphäre herunterzudrücken und dann 100% Sauerstoff reinzutun. Und das ging sehr, sehr schmerzlich schief. Nämlich sobald ein geringster Tropfen Öl, Fett oder auch Creme da ist, entzündet er sich und da gibt es ein Feuer. Und da sind 3 Astronauten in der Apollo 1-Kapsel komplett verbrannt. Ich habe gerade vor 3 Tagen in Cape Canaveral den Startdirektor kennengelernt, der daneben stand. Der konnte nichts tun, man konnte die Kapsel von außen nicht aufmachen. Und die drin, die haben geschrien. Deswegen hat man aus Sicherheitsgründen gesagt, wir nehmen eine Atmosphäre, drücken die in diesen Raumanzug rein. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn du auf deinen Fahrradschlauch ein Atü drauf machst, da merkt man noch nichts, weil die Atü ist ja auch draußen in der Umgebung. Also musst du 2 Atü drauf machen, dass du einen Differenzdruck von einem Atü hast. 2 Atmosphären auf diesem Schlauch, das ist schon ordentlich. Und so steckst du in diesem Raumanzug. Ja? Jetzt muss man versuchen, oder musst du jetzt versuchen, irgendwie dich darin zu bewegen. Der versucht immer natürlich nur so, in die Außenposition zu kommen. Man kann einen Arm bewegen, weil in dem Moment, wenn man den Arm knickt, wird das Volumen etwas verkleinert und der Druck im Anzug erhöht sich etwas, weil man den Arm einknickt. Und bei 2 wird es schwierig. Bei 1 kann man das machen, dann dreht man das ein bisschen ran und dann kann man arbeiten. Ja? Und die ganzen Werkzeuge, die Tools, die man so um sich herum hat, die sind auch nochmal an dünnen Fäden festgemacht, damit die also nicht wegfliegen. Ja? Wenn die dann im Orbit rumherfliegen, kann es durchaus sein, dass beim anderen Raumschiff, welches mit 27.000 km/h durch die Gegend juchtet dort, dann dagegen fliegt und dann kann es Schaden geben. Das darf man nicht tun, deswegen ist das alles festgebunden. Und wenn die das mit ihren klobigen Fingern, das sind auch so Fingerhüte vorne drauf, das sind kleine Fingerkuppeln, es ist sehr schwierig, das zu fixieren. Das ist auch ein Grundwert, der bei den Moonbuggy-Rays dann eingebaut ist, nämlich, man muss das Fahrzeug in einen zusammengeklappten Zustand, das zeige ich euch gleich noch, präsentieren der Jury. Und die sagt sich, okay, ist das 4 Fuß lang, 4 Fuß breit, 4 Fuß hoch, das sind 1,21 Zentimeter. Und wenn das der Fall ist, dann sagen die so, dann klappt das mal auf und versucht es so schnell wie möglich aufzuklappen, weil die Zeit, die man braucht, um es aufzuklappen, wird auf die Rennzeit aufaddiert. Es gibt also Teams aus Puerto Rico, die sind total sportlich, weil die nichts anderes zu tun haben, als ein ganzes Jahr unter den Kokospalmen und Sand zu trainieren, weil sie keinen Schnee haben. Aber es ist mit dem Zusammenbauen ist es manchmal ein bisschen grobschlächtig. Ich meine, es ist nicht schlecht, aber es sieht halt ein bisschen merkwürdig aus. Die brauchen dann teilweise mit Schraubenschlüsseln noch Zeit, um ihr Fahrzeug richtig zusammenzubauen, damit es also wieder auseinandergeklappt ist. Wenn die schnell fahren und brauchen aber ein paar Minuten zum Zusammenbauen, dann addiert sich die Zeit auf ein Level, wo also jemand, der langsamer fährt und mit einer guten Ingenieurleistung, das also recht schnell auseinanderklappen kann, der schon besser ist. Ja, das ist so ein Level zwischen Healthcare oder sportlich sein und auch Ingenieurwissen oder einfach nur Intelligenz. Inzwischen ist das Level beim Auseinanderklappen bei 3 Sekunden angekommen. Das heißt, in 3 Sekunden gibt es Fahrzeuge,
die auseinandergeklappt sind, die Fahrer bereits drauf sitzen und angeschnallt sind und dann die Hände heben. Das ist also eine furchtbar schnelle Angelegenheit. Und das kann ich euch auch mal zeigen. Hier sieht man mal, wie es im Prinzip funktioniert. Das Fahrzeug ist zusammengeklappt. Wir diskutieren jetzt, wie Sie es machen können am besten, weil man muss genau abgefeilt sein, wie man es auseinanderklappen muss, damit also jedes Teil auch Sitz drin bleibt. Jedes Moonbuggy sieht komplett anders aus, wenn es auftritt, von jedem Team. Es ist nur bei uns so, dass wir so ein Baukastenprinzip gebaut haben, dass die also etwas ähnlich aussehen. Ja. So. Ich will noch ein paar Großaufnahmen zeigen. Und ein paar Durchfahrten. Man sieht, wie das dazu geht. Und dann sind auch Bordkameras drauf, die also auch aufzeigen, wenn man unterwegs ist, damit der Fahrer sich darauf einstellen kann. Was kommt dann demnächst? Die zweite, die zeigt von der Tretpedale auf den Fahrer.
dass man also auch die Fehler des Fahrers detektieren kann. Und die dritte, die zeigt die Technik hinein, wo man die Vorderachse sieht, die ist die Arbeit während des Fahrens. Ja. Das wäre das Roadcam 2 von Team Germany 2 2012. Die von diesem Jahr sind auch schon fertig, allerdings jetzt nicht auf diesem Rechner. Ihr seht aber so einen ganzen Kurs durchlaufen, das fängt mit einem Space Shuttle an, geht einen kleinen Berg hinauf, dazwischen sind immer Schotter, Hügel, insgesamt 20 Tonnen Schotter, die auf dem Kurs verteilt sind. Das ist das Space Rocket Center in Hans-Werder Barmer, wo auch das Space Camp ist. Und man darf also keinen dieser Pylonen, dieser Verkehrshütchen berühren, auch keine Streifen an der Seite. Man muss sich also im Kurs bewegen und sich sehr genau steuern können. Und diese eine Kurve, die jetzt war, das ist das, was ich euch vorhin mal gezeigt habe, wie wir so geflogen sind. Man muss da sehr genau aufpassen, wenn man stecken bleibt, darf man nicht mit dem Fuß auf den Erdboden gehen. Man muss versuchen, mit den Händen die Räder anzukurbeln, wie so ein Rollstuhl, wenn es mal klemmt. Und auf jedem Hindernis steht ein Volontär, der mit einer Hake in der Hand natürlich will, dass ihr dort stecken bleibt. Ja, der versucht, den wieder schön groß zu machen. Und dann sind auch Strohballen an der Seite, dass man sich nicht verletzt. In diesem Jahr haben wir den Kurs noch etwas straffer gemacht. Mehr Hindernisse, teilweise auch höhere Hindernisse, dass man also Schwierigkeiten hatte, da drüber zu kommen. Die sind einfach umgekippt, die lagen mit den Strohballen drin. Dass man also auch merkt, dass das Gerät, die Konstruktion ständig konfiguriert werden muss. Man kann nicht sagen, ich habe jetzt einmal ein Weltwasser-Ding gemacht. Das kann ich jedes Jahr mit dem gleichen Fahrzeug wieder auftreten, das geht nicht. Ich muss immer das Fahrzeug dermaßen verändern, signifikant, dass es bei den nächsten Rennen auch einigermaßen der Eisesfähig ist. 80% der Fahrzeuge, die durch diesen Kurs fahren, sind am Ende erstmal nicht mehr gebrauchbar. Da sind 60%, die völlig sofort rausfallen, die irgendwie stecken bleiben, auseinanderbrechen, Ketten reißen oder so etwas. Das sind die Erfahrungen, die man macht. Dann hat man einen Tag Zeit, das Ganze zu verändern. Da gibt es eine Tippcrew, die haben alles da, Schweißgerät, Bohrmaschinen, Schleifmaschinen und so weiter und so fort, um das wieder zu fixen. Und am zweiten Tag geht es im Prinzip dagegen, das ist dann die Materialschlacht, wo dann jeder versucht, zur besten Zeit zu kommen. Das ist quasi die Kraterdurchfahrt, da ist an der Seite rechts in Rotlacke drin, man sitzt an den Beinen. Das ist Beton, das ist richtig hart. Wenn man dagegen einen Stein fährt, dann schlägt es einen Lenker aus der Hand und dann fährt man woanders hin. Das muss schon ein bisschen gekonnt sein. Und man ist gut beraten, wenn man ganz hart trainiert, bevor man auf diesen Kurs geht. Ja, ihr seht, wie der springt und fährt. Und diesen Zeitraum ist, verlassen einen schon die Kräfte. Es ist also so, dass man nach diesen 2,5 Minuten, die er jetzt gerade fährt, schon ziemlich wenig Kraft nur noch hat. Man ist dann also auf das Teamwork des hinteren Fahrers sehr angewiesen, dass man das ein bisschen einspart oder einteilt. Und dann geht es auch noch einen kleinen Berg rauf jetzt. Und wenn das Team nicht nebenher läuft und anfeuert, dann gehen richtig Sekunden verloren. Das haben die Fahrer immer wieder gesagt, wenn ein Team dann nebenher läuft und mächtig anfeuert, dann gibt alles was. Ja? So, dann ihr seht, das Fahrzeug, um ein paar technische Daten zu geben, hat hier 28 Gänge pro Fahrer, der kann also 28 mal schalten. Wir schalten das so, dass bei dieses Rundbahngerät nur 14 Gänge, effiziente Gänge schaltbar sind. Die anderen werden außen vor gelassen, das ist dann für Straßenfahrten gedacht. Das die schnellste Geschwindigkeit, die wir mit solchen Rundbahnen inzwischen mal gefahren sind, war 80 km/h. Nur mit zwei Fahrern drauf, ein bisschen bergab zugegeben und Sonne im Rücken, aber es war schon eine Überraschung. Und das ist eine gefährliche knifflige Angelegenheit. Da muss das Fahrzeug sich im Prinzip verdrehen können. Und wer jetzt ein starres Fahrzeug baut, da hängen die Räder in der Luft, drehen sich durch und hat keinen Grip mehr, kommt nicht voran. Ja. So, das ist das Ziel. Ja, da ist also NASA-TV im Hintergrund, die übertragen das alles live. Leider ist der Livestream so, dass man den jetzt schlecht zeigen kann. Das ist also im Ring aufgelöst. So, jetzt gibt es gleich Wasser und ja, das ist gewonnen. Ja, okay, also es ist ein ziemlicher Aufwand. Lustig sieht es bei der Bordkamera 1 aus. Aber bei den gleichen Fahrern, die wir eben gesehen haben, das wäre dann das Gesicht. Seht ihr mal, was die für Gesichter machen werden, das machen wir jetzt auch gleich.
Da muss also alles im Blick haben, nach rechts und links schauen. Ja. Okay. Und dann gibt es noch die dritte Bordcam, die also im Prinzip die Technik zeigt. Das war jetzt Klingelzeichen, ja? Okay. Gibt es Fragen an der Stelle? Hätte, oder andere Frage, hätte jemand Lust, an der Sache mitzumachen? Ja? Du? Ja? Geht es auf Zeit oder auf Zeit? Es geht nach Zeit natürlich. Also die Zeit wird gemessen, in der man fährt, und die Zeit wird gemessen, in der man das Fahrzeug zusammenklappen oder auseinanderklappen kann. Das wird beides miteinander addiert. In diesem Jahr sind 111 Teams angetreten. Davon die Hälfte heißt Cool Class, die andere Hälfte College Class. Das heißt, ihr fahrt in etwa gegen 50 Teams. Und da müsst ihr euch irgendwo positionieren. Unser Highschool-Team hat Platz 13 gemacht, das College-Team Platz Nummer 2. Dann frage ich, wie wird das denn gesteuert? Also bei dem Fahrzeug ist es so, dass man zwei Hebel hat. Ja? Und die sind so angeordnet, dass man, wenn man sich in die Kurve legt, der längere Arm in die Richtung drückt, wo man hinfahren will. Das ist etwas andersrum als beim Fahrrad, da macht man es andersrum. Aber wenn man dann hier so viel Arm hat, da kommt man an den Reifen und dann verletzt man sich auch noch daran. Deswegen haben wir das umgebaut, dass wir also beim in Kurve legen. Mit dem Fahrrad legt man sich automatisch in die Kurve. Aber mit dem Vierrad, wo man zwei in der Achse, zwei Räder hat, kann man sich nicht in die Kurve mit dem Fahrzeug selbst legen. Und deswegen muss man das mit dem Gewicht, mit dem Körpergewicht machen. Und das ist ganz schön. Also wenn man da schon ein bisschen Geschwindigkeit drauf hat, da merkt man das unwahrscheinlich und da ist das so, andere haben ein Lenkrad drauf, andere haben es wiederum anders, das ist jedem selbst überlassen. Ja. Okay, damit verabschiede ich mich erstmal recht herzlich von euch. Für Alabama stehen. Das ist im letzten Jahr ausgestellt worden im US Space Rocket Center für ein Jahr, weil es das beste Moon Buggy war, weil es auf vier verschiedenen Kontinenten geplant und dann in Alabama zusammengebaut worden ist. Das haben wir für euch fit gemacht, zum Trainieren, zum Fahren. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch mit eurem Lehrer mal in den Pickup setzen, fahrt nach Huntsville runter, holt euch das her und dann könnt ihr hier mit dem ordentlich trainieren und auch schauen, wie es funktioniert. Wir senden euch dann ein paar Zeichnungen, die ihr dann, wovon ihr dann Ersatzteile und Teile herstellen müsst, dann macht ihr dieses Fahrzeug fit für das Rennen 2014. Dann tretet ihr mit unseren Teams gemeinsam oder in Konkurrenz an und fahrt beim Moon Buggy Race mit. Ist das okay? Ja. Okay, danke schön.